Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Last of Us 2. Im letzten Part sind wir mit den beiden Seraphiten, Scars, wie man sie auch immer nennen möchte, geflohen, sind einigen Infizierten in die Arme gelaufen. Das war gar nicht so ganz ohne. Yara und ihr Arm, die sehen halt echt scheiße aus. Die haben wir jetzt da hinten irgendwo in so einem Container, in so einer Wohnung, Containerbüro zurückgelassen. Und wir sind jetzt auf dem Weg. Oh Gott. Oh Gott, ich höre doch schon wieder was. Oh Gott. Zum Aquarium. Da. Der kriegt da rum. Da, dich kriege ich so. Okay. Ich habe relativ viele Messer verbraucht an den Klickern beim letzten Mal. Aber gut. Da hinten. Noch irgendwas in meinem näheren Umfeld? Anscheinend nicht. Ach Gott, ey. Es wäre auch zu schön gewesen. Also, wir sind auf dem Weg zum Aquarium. Da klickert ein Klicker durch die Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, sich von vorne zu nähern. Vermutlich nicht. Ja, war klar, dass er hier in die Richtung klickert. Die Frage ist jetzt halt, wie der läuft. Wo klickert der sich jetzt hin? Ja, klicker ruhig da lang. Das ist okay. Gott. Okay. Wo sind noch mehr? Also hier sind definitiv noch mehr. Ich weiß noch nicht wo. Stimmt da weiter durch irgendwie. Oh, bitte lass hier keine Stalker sein. Stalker ist das Widerlichste, was es gibt. Was können wir denn fertigen? Ach, Messer. Messer fertigen ist super. Messer haben ist immer Bombe. Was können wir denn? Beweg dich im Lauschmodus schneller, Impuls. Wir machen mal das, weil das finde ich gar nicht so schlecht. Okay. Gut. So. Oh Gott. Ich höre sie doch. Wo seid ihr? Hallo? Oh Gott. Where the fuck are you? Oh Gott, das ist echt. Ich hasse es wie die Pest, Leute. Na, da ist ein Stalker. Wow, 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 wo hast du denn? Ich mach dich Messer, ey. Komm. Das ist mein Lieblingsspruch jetzt. Oh, das Schlimme ist, ich habe ja keine Nahkampfwaffe mehr. Ach komm, geh weg, geh weg. Okay, wir machen das anders. Wir laufen. Hallo. Okay. Nicht cool, aber okay. Oh. Schlimmer ist, ich habe jetzt keine Rohrbomben mehr. Aber zumindest das Riesenrad. Oh. Ich habe jetzt keine Rohrbomben mehr. Ist natürlich richtig behindert. Oh Gott. Aber zumindest kann ich jetzt hier nochmal absuchen. Vielleicht. Ach, Gott sei Dank. So ein paar Sachen findet man hier immer noch. Sehr schön. Ich denke, das könnte jetzt echt nervig werden, das hier alles abzusuchen. Aber wir machen das natürlich, weil ich keine Lust habe, hier irgendwas zu übersehen in diesen Containern an nützlichen Materialien, die wir vielleicht gebrauchen könnten.
Es wäre richtig, richtig schlecht, wenn die uns durch die Lappen gehen, weil ich nicht richtig gucke. Weil ich einfach momentan so mega viel Ressourcen verschwende. Das ist nicht mehr feierlich. Deswegen alles sauber absuchen. Ah, okay, so viel ist ja auch gar nicht mehr zum Absuchen. Ob hier oben irgendwie noch was drauf liegt, soll ich mal gucken? Ich gucke einfach mal. Gucken kostet nichts, oder? Sieht aber schlecht aus. Okay, da kommen wir auch nicht hoch. Okay. Naja, wie gesagt, gucken kostet nichts, ne? Es war jetzt umsonst. Ich habe nichts gefunden. Schade, Ole. So. Hier noch irgendwas? Ne, außer Flaschen, die ich nicht brauchen kann. Wieso steht das hier schon wieder so doof dran? Kann ich da dann hoch? Nö. Also manchmal stehen die Dinger hier und man fragt sich so, warum? Was willst du mir damit sagen? Kann ich da irgendwo hochklettern und man kann es dann nicht? Das Spiel verschaukelt einen manchmal ganz schön fies. Okay. So. Hier vielleicht irgendwas. So eine Münze mal wieder wäre ganz nice. Nein? Nein? Schade. Okay. Oh Gott, ey. Das ist echt. Puh, ich glaube nicht, dass das hier schon alles war. Ich denke, der Weg zum Aquarium wird jetzt noch sehr beschwerlich. Ich lasse jetzt aber mal die Lampe an, weil ich muss irgendwas zumindest sehen können. Ja, es sind crazy Strecken, die wir hier laufen mit der guten Abby. Da geht es auf jeden Fall auch noch lang. Oh. Oh, Münze. Ich sag's noch. Was haben wir da? Alabama. Und zwar 18, 19. Ja, schön. Du liegst ja auch schon ein bisschen länger, ne? Tut mir leid für dich. Aber vielleicht musstest du dir deinen ganzen Scheiß hier nicht antun. Hey, hier müsste ich geradewegs hinkommen. So, ich hoffe. Ich hoffe, das ist so. Okay, mit Anlauf. Sprung. Oh, Dreck. Na, toll. Tauch mal bitte schnell auf. Cool. Cool. Ganz grandios, Abby. Ganz. Ja. Jetzt werden wir da vorne, denke ich, raufklettern. Aber ich will hier mal gucken, ob wir hier nicht. Okay, man sieht so gut wie gar nichts. Okay. Schade, ich hätte gedacht, dass man hier vielleicht noch irgendwas auf dem Boden findet, weil tatsächlich ist es ja doch mal so, dass in diesen Tauchpassagen was versteckt ist. Aber in diesem Fall wohl nicht. Schade. Ich überlege gerade, ob ich mich heilen soll oder nicht. Besser ist vielleicht, ne? Wir können auch das Medikit gleich nochmal wieder herstellen. Das ist sehr schön. Oh. Ah, ich habe nicht lange noch gehalten. Okay. Gut. Oh Mann, ey. Das ist alles nicht schön. Ganz und gar nicht schön. Oh, nicht an den Teilen vorbeilaufen. Ich habe hier echt Schiss, dass mich hier jedes Mal gleich irgendwas ancreept, wenn ich hier nur irgendwo rausspringe. Aber vielleicht haben wir jetzt ja endlich mal ein bisschen Ruhe. Oh Gott. Ja, man merkt schon, dass es schon. Oh, ich dachte gerade, naja, es ist nur. Das ist gleich da drüben. Dein Ernst jetzt? Wir sollen da reinspringen? Naja, dann viel Spaß. Have fun. Okay. Ja, gut. Ist jetzt ja anscheinend nicht so schlimm, gegen dieses tosende Meer anzuschwimmen. Ich halte doch schon L1 gedrückt, um schneller zu schwimmen. Was ist denn mit euch? Aber Strömung ist heftig. ja. Also es dauert wohl nicht lange, bis hier diese Überschwemmung eintritt, die wir mit Ellie gesehen haben. Also, dass hier alles so überflutet ist.
So, jetzt haben wir hier ein Schiff. Ein altes Schiff. Okay. Gut. Ich hab ein bisschen Schiss. Da ist nur Sand. Ich bleib mal lieber so, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass hier niemand ist. Ich traue mich nicht. Ich habe keinen Bock. Oh. Okay. Es im Schlaf. Fuck. Fies, 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 fies. Ja, die Tür probieren wir gleich erstmal. Okay, ich stehe vielleicht doch kurz auf. Oh, Mann, 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 Mann. Oh Gott, Leute. Da liegt ein Zettel. Aber dass wir jetzt Pfeile mitnehmen können, heißt ja, dass wir vermutlich auch einen Bogen bekommen, oder? Das wäre cool. Oh, was haben wir hier? Will, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord gekommen sind, kommen konnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich, Quinn. Okay, also anscheinend haben die hier irgendwelche Leute geschubst. Vom Boot, vom Schiff, vom Steg, keine Ahnung wo, damit sie hier Platz finden. Auf dem Boot. Oh, okay. Ja, ist halt schwierig, ne? Man trifft die Entscheidung, die man treffen muss, um sich und seine Liebsten zu retten. Das ist halt alles tatsächlich nicht ganz so einfach. Da dann immer wirklich richtig zu entscheiden und vielleicht auch noch human zu entscheiden, weil ich glaube, in dem Fall ist sich jeder selbst der Nächste. Tatsächlich. Was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Okay, hier komme ich wahrscheinlich nirgendwo hoch. Das sieht nicht danach aus, als sollte man da hoch. Ne, dann werden wir jetzt hier wohl die Treppe nehmen müssen. Oh Gott. Weil da drüben kam ich auch nicht rüber. Ne. Oh, das schwant. Schlimmes. Oh Gott. Nicht so laut, ey. Nicht so laut, bitte. Ah, oh, eine Armbrust. Okay. Das ist ja noch geiler als ein Bogen. Was für die alle getötet. Oh Gott. Das ist ja mal Porno. Okay. Hier sind auf jeden Fall ein paar mehr. Ich weiß nicht, ob ich mich da so ranschleichen kann, ohne dass es mich bemerkt. Okay, still, still. Still. Okay. Den Sprengstoff nehme ich mit. Okay, 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 okay. Hart in diesem Schiff. Okay. Okay. Oh, hier sind noch mehr, ne? Also das ganze Schiff ist tatsächlich voll. Ich mache jetzt hier eben mal schnell Licht an. Weil hier ist jetzt... Oh, da liegt noch was. Was haben wir da? Danke für Ihre Hilfe mit, dem infizierten Passagier. Wir können von Glück reden, dass wir jemanden mit Ihrer Ausbildung und Ihrem Mut an Bord haben. Meine Mannschaftskameraden sind nutzlos. Und ich halte nichts davon, dass der Kapitän weiterhin die Waffe wegschließt. Wir können doch nicht einfach ignorieren, dass sich an Bord dieser Fähre infizierte Passagiere befinden. Der Waffenraum ist auf dem oberen Achterdeck. Die Kombination ist 907701. Ihre Armbrust ist dort. Ich vertraue Ihnen in dieser Sache. Okay, aber die Armbrust haben wir schon. Aber anscheinend gibt es hier trotzdem noch ein Safe.
Wäre natürlich ganz cool, wenn das jetzt die Kombination dafür wäre und wir das... Pillen. Und da tatsächlich auch noch was drin ist. Das wäre natürlich herzallerliebst grandios. Okay. Ich muss gleich einmal gucken, wo wir da... Ach, wahrscheinlich die Treppe rauf, ne? Gehe ich mal von aus, dass da die Treppe... Uah, das ganze Skelett hier, ne? Ich mache mal eben doch nochmal schnell das Licht aus. Oh, ich hoffe, dass die sich alle jetzt so smooth machen lassen. Da. Oh, ich hoffe, das passt. Oh, hier klickern Klicker durch die Gegend. Das ist natürlich wieder Rotzekacke. Still, still. Oh. Wo klickern die Klicker durch die Gegend? Oh Gott, da kommt einer. Sehr gut. Sehr gut, Abby, das war gut. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich mich erst um die alle kümmere. Kann ich irgendwas herstellen? Nö. Ist wahrscheinlich am sinnvollsten, ne? Bevor ich mich hier umgucke. Gehe ich mal von aus. Okay. Still. Okay. Gut, hier kann ich aber zumindest schon mal ein bisschen was einsammeln. Ist gar nicht so schlecht. Da ist eine Münze. West Virginia. Gucken wir uns einmal kurz an. 1863. Sehr schön. Da komme ich doch bestimmt auch noch rein. Creept da einer rum? Ich weiß nicht. Okay, da creept auf jeden Fall noch einer rum. Und das müsste ja auch noch ein Klicker sein, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, ich sehe nichts. Ach, der ist dahinter. Okay. Lass mal kurz... Ach, da ist die Tür. Okay, super. Super und super, ne? Oh, ich sehe halt auch einfach nichts. Oh Gott. Oh Gott. Da kriegt er. Komm. Oh, das war nice. Um die Ecke. Okay, ich lasse jetzt mal kurz das Licht an. Weil der Typ ja da auf der anderen Seite ist, der Infizierte. Oh Gott. Geht wahrscheinlich dann da weiter, ne? Das auch noch ein Clicky? Weiß ich nicht. Nee. Okay. Und zack. Okay. Müsste es jetzt ja für hier unten. Ich prüfe. Gewesen sein. Also, ich weiß nicht, ob es noch bei woanders weitergeht, aber. Tatsächlich will ich das, glaube ich, erstmal nicht austesten. Ich will mich jetzt erstmal hier umgucken. Und dann sehen wir weiter.
geht bestimmt noch weit. Das ist ja auch noch nicht entspannt. Von daher, also es hat uns ja noch nicht diese entspannende Musik gegeben, diese entspannende Situation. Von daher glaube ich, dass hier noch etwas auf uns wartet. Aber vielleicht kann ich jetzt die Gunst der Stunde halt nutzen, das hier jetzt erstmal abzusuchen. Bevor ich mich jetzt hier gleich nochmal mit weiteren Infizierten befassen muss. Das wäre auf jeden Fall nice. Okay, da ist nämlich noch ein Bett und Kinderbett. Sünde. Da liegt nämlich ein Teddy. Ich denke, dass das einem Kind gehört. Also, die scheinen sich hier häuslich eingerichtet zu haben. Ist halt aber auch nicht so einfach, wenn du da Infizierte auf deinem... da mit dabei hast, ne? So, also... Ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte und aber die Worte dafür nicht gefunden habe. Okay. Genau, hier war ich ja schon. Da würde ich halt auch gerne nochmal rein. Kann ich da nochmal rein? Ne, anscheinend nicht. Okay. Aber da ist noch eine Tür, da gucke ich gleich rein. Laufe ich eben das hier nochmal schnell ab. Nicht, dass ich irgendwas übersehe und zwischendrin verliert man halt selber den Überblick, wo man schon war. Genau, das war die Bar. Okay, gut, dann gehen wir da jetzt einmal rein. Machen das Licht einmal aus. Ja, okay, wir machen das Licht vielleicht doch lieber an, weil sonst sehe ich nichts. Okay, ein paar Teile. Mehr. Da ist noch was. Da oben sind noch Pillen. Ja, Medikit, dann heilen wir uns einmal voll, würde ich sagen. Dann können wir das direkt mitnehmen. Sehr gut. Du kannst dich auch wieder aufrichten. Das nehmen wir auch alles mit. Oh, wir können wieder Rohrbomben fertigen. Sehr schön. Und Messer. Auch das ist sehr gut. Und wir haben Pillen. Bewegungsgeschwindigkeit mit gepackten Gegnern. Bewege dich mit einem gepackten Geisel schneller, sodass du schneller eine neue Position einnehmen kannst, während du durch die Geisel geschützt oder durch ein... Ah, okay, das ist cool. Das ist ja das, was ich zwischendrin schon immer mal mache. Finde halt aber auch die Brandpatronen sehr nice. Wir machen jetzt erstmal die Brandpatronen. Und dann, wenn wir genug haben... okay, hier kann ich die Munition wechseln. Das sind jetzt normale. Okay, sehr schön. Ja, wir bleiben aber erstmal bei der Waffe. Das finde ich sehr nice. Okay, jetzt können wir den Sprengstoff nämlich hier auch mitnehmen. Schön, schön. Gut. Dann gucken wir jetzt mal, was sich jetzt hier für uns... Oh, ich bin falsch gelaufen. Noch für Möglichkeiten eröffnen. Ich denke nämlich, dass wir hier draußen bestimmt irgendwie... Also wir werden bestimmt gleich noch viel Freude bekommen. Also ich gehe davon aus, weil sie hat die Situation noch nicht entschärft. Und das heißt ja meistens nichts Gutes. Oh, ich will da eigentlich gar nicht hoch, ne? Ja, ich wusste es. Ja, tatsächlich ist es, glaube ich, so. Oh Gott. Okay, da ist der Klicker. Nein, nein, ihr seht mich nicht. Oh Gott, wo klickert der Klicker jetzt durch die Gegend? Wow. Wow, wo seid ihr denn? Okay. Jetzt ist die Frage, kümmere ich mich zuerst um den da drin? Ja, ist wahrscheinlich am einfachsten und am sinnvollsten, ne? Dass wir uns den greifen. Oh, da ist der Tresor auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Okay. So. Der
gammelt da draußen rum. Weiß nicht, wie sinnvoll das jetzt ist, den zu machen. Der darf sich jetzt halt nicht umdrehen. Okay. Okay. Gut. Gut. Irgendwo klickert hier ein Klicker. Da. Oh nein, das ist ein O. Das ist der Schändler. Das ist der, den Klicker messer ich. Okay. Oh Gott. Oh, die nehmen wir mit. Oh Mann, ey. Oh, der sieht mich an. Das ist nicht gut. Willst du nicht zufällig hier vorbeikommen? Latschen da jetzt beide. Das ist natürlich kacke. Ganz langsam. Okay. Okay. Okay, jetzt kümmern wir uns um den. Oh, oder auch nicht. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Gute Idee, gute Idee. Nein, du hast mich nicht gehört, du Blöder. Okay. Okay. Den müssen wir am besten gleich nehmen, wenn er wieder in die andere Richtung läuft. Ja, da lang. Darf halt nicht auf uns aufmerksam greifen. Okay. Okay, Leute. Wie macht man jetzt am besten so einen Schändler lautlos kalt? Gibt es da eine Möglichkeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal, wie der wegrutscht. Ja, ja, das war's. Sehr gut. Abby, ich bin stolz auf uns. Verdammt stolz. Halleluja. Mega. Dann können wir das jetzt hier eben einmal schnell absuchen und da vorne dann zum Tresor laufen. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Klar habe ich jetzt gerade die Rohrbomben dafür verbraucht, aber das war völlig easy. Das war doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, doch, es war immer noch schlimm, aber nicht so schlimm. Okay. Oh, da liegt noch Pistolenmunition. Die hätte ich gar nicht gesehen. Nimm sie mit. Okay. So. Dann quetsch uns jetzt hier durch. Also, ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich, nachdem ich jetzt die letzten Parts so massiv gefailt habe. Bin ich gerade wirklich... Ups. Wirklich, wirklich stolz auf mich. Bitte sagt mir, ihr seid auch stolz auf mich. Nein, Spaß. Aber das war wirklich... oh, das hat mich so gefrustet, die letzten Parts. Und nichts hat geklappt, so wie ich mir das vorgenommen habe. Und jetzt klappt es aber. So, jetzt gucke ich mir nur einmal die blöde Notiz noch an. Meuterer-Notiz war das, ne? 907701, okay. So.
90, 77 und 01. Ja. Wup, wup, wup. Oh, noch ein Trainingshandbuch. Alter, Leute. Identify, Counter, Destroy. Okay, improvisierte Waffen und terroristische Taktik. Kampfvorschrift. Identifizieren, kontern, vernichten. Was? Also haben wir jetzt Aufrüstung als Verbesserungszweig. Zeig mal. Oh Gott. Schnellere Fertigung. Schnellere... Fertige alle Gegenstände doppelt so schnell an. Fertig... Haltbarere Nahkampfwaffen, verbesserte Rohrbomben. Oh, das ist ein geil. Mm, ja. Okay. Wir investieren da jetzt auf jeden Fall mal rein. Das finde ich mehr als herrlich. Das ist perfekt. Okay. Jetzt können wir auch gleich weiterfahren. Ja, gut. Ich würde jetzt für die. Nee. Ich würde sagen, wir sparen jetzt da drauf. Okay. Ach Gott. Ihr Lieben, ich bin so stolz. Komme ich da eigentlich irgendwie hoch? Müsste man doch auch, oder? Kann man da rauf? Hm, wahrscheinlich nicht so. Naja, sieht nicht so aus, als sollte man da rauf. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Wow. Das war laut. Abby, das war laut. Vor allem habe ich jetzt gerade hier sonst was erwartet. Oh, hallo. Lecker. Du liegst auch wieder schon eine Weile hier, ne? Kumpel. Oh Mann, es scheint der Kapitän zu sein. Was haben wir hier? 2.10.2013, 8.20 Uhr. Aus San Diego ausgelaufen. Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord wollten, wurden gewalttätig. Aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord. Captain AJ Malidor hat das Kommando. 3.10.2013. 14.50 Uhr. Zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem untersten Deck für sie eingerichtet. 4.10.13.38 Funkkontakt zum Hafen, Vancouver. Gute Neuigkeiten. Bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern. 5.10.37 Passagier Barnes ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgeschwemmt, um ihn zu suchen. 5.10.14.50 Passagier Barnes wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Passagierin Josephine Roberts griff ein und drängte ihn es über Bord. Ah, okay. 5.10.13. 19.05 Uhr. Habe Miss Roberts Forderungen, alle Anwesenden nochmals vom Schifffahrtsuntersuchungslassen abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgenden Forderungen, die Waffen auszuhändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass unsere Paranoia in eine Katastrophe führt. Oh Gott. 6.10.18.35. Trotz ihrer Proteste wurden weitere Passagiere, die über verschiedene Beschwerden klagten, Kopfschmerzen, Magenverstimmung, Schwindel, vorübergehend in der Krankenstation unter Deck unter Quarantäne gestellt. 6.10.2017. Seattle in Sicht. Verschiedene Funkkanäle wegen Tankstopp ausprobiert. Keine Antwort. Wir fahren weiter. 6.10.21 Uhr. Alle Personen auf der Krankenstation wurden umgebracht. Diese Leute waren nicht infiziert. Das war kaltblütiger Mord. Niemand wird von Bord gehen, bis der Schuldige gefunden ist. 6.10. Es war Roberts, wie ich vermutet hatte. Wir haben aufeinander geschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überlebt. Wenn ich dieses Ding rausziehe, verblute ich wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ich werde auf die Küste zu steuern, damit alle an Bord an Land gehen können. Der Hafen ist nah. Ich muss durchhalten. Ich kann Infizierte vor meiner Tür hören. Hatte sie recht? Oh. Das war ein Chaos. Oh ja, Abby. Da hast du vollkommen recht. Was für ein Chaos. So, dann klettern wir da jetzt einmal hoch. Und dann, ihr Lieben, würde ich den Part an dieser Stelle auch beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Oh, da ist noch was Nettes zum Aufsammeln. Das machen wir nochmal schnell. Eine Münze. Jutta. 1896. Okay. Wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin. Tschüss.